Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Angezockt hier mit dem Spiel Saloon Simulator. Also es ist wahrscheinlich der Prolog, die Demo, weil das Spiel ist ja noch lange nicht raus, ist ja noch in der Bearbeitung. Und herzlichen Dank an Steam für den Spieletest, dass ich daran teilnehmen kann. Schaut euch mal nach auf Steam, vielleicht habt ihr die Möglichkeit, euch da ja noch zu bewerben. Vielleicht ist es auch frei, ich weiß es jetzt aktuell nicht. Ich hatte das Ding jedenfalls plötzlich in meiner Spielebibliothek und von daher schauen wir es uns halt einfach mal an. Wir machen ein neues Spiel. Machst du auch ein neues Spiel? Achso, der ist wahrscheinlich am Laden. Das ist jetzt die Version 0.55. Und keine Ahnung, was jetzt alles kommt. Also wir sollen anscheinend einen Saloon schmeißen. Das hat dann was zu tun damit zum Ausschenken, zum Saubermachen. Keine Ahnung, Schlägereien. Wir werden es sehen. Es wird aber auf jeden Fall ein bisschen dauern anscheinend zum Laden. Deswegen mache ich einen kleinen Schnitt. Jawohl, und plötzlich sind wir da. 250 in der Tasche. Not what I imagined. Starting a business here is going to be a challenge. Okay, gehen Sie in den alten Saloon. Das ist der alte Bahnhof. Das schaut aber ganz schön heruntergekommen aus. Blueberry, welcome to Blueberry. So heißt das Café hier. Okay. Jetzt hüpft gleich jemand um die Ecke und erschießt mich. Hallo. Wo steigt die Party? Da. Blueberry Saloon. Closed. Time to use some muscle and make my way inside. Ja, ist in Ordnung. Reißen Sie die Bretter heraus, die den Eingang versperren. Alles klar. Closed. Klopf, klopf. Irgendwie kommt es mir bekannt vor. Ach so, ich muss wiederholt drücken. Alles klar. Und dann? Ablegen. Werfen. Okay. Dann schmeißen wir das doch einfach mal daher. Einen Müllcontainer habe ich jetzt nicht gesehen. Mal schauen, wann die Müllabfuhr kommt hier. Ja, damit. Achso, verschwinden die dann, oder was? Anscheinend verschwinden die Teile. Weil wo sind die ganzen Bretter? Und aufheben kann ich sie auch nicht mehr. Also verschwinden die. Tada! Unser neues Zuhause. Herzlich willkommen. Verwendung von Trashbin, also vom Mülleimer. Finden Sie einen Eimer. Der Eimer ist jetzt in deinem Besitz. Überprüfe ihn in deinem Radialmenü. Halte Tab. Wenn du den Mülleimer in deinem Besitz hast, kannst du Müll sammeln, den du im Saloon und außerhalb des Geländes findest. Linke Maus-Button drücken. Du kannst einen Müllsack herstellen, wann immer du willst. Einfach rechten Maus-Button drücken. Alles klar. Damn, what a flea pit. I was expecting the saloon to be abandoned, not devastated. Ja, was erwartest du von dem Saloon hier im Westen, im Wilden? Ich dachte, ich habe einen Eimer. Es hat geheißen, du hast den Eimer im Inventar. Da rechts steht, finden Sie den Eimer? So, abholen. All right, let's start with the trash. Ja, mit der Trash fangen wir doch mal an. So, ist das auch ein Trash? Nee. Kann ich das auch einfach einsammeln? Oh, kann ich den tragen? Werfen. Es wäre es jetzt eigentlich gewesen, wenn der Hut dann da hängen bleibt, oder nicht? Naja, gut, also so nett, ne? Ah, aber fast. Also, vielleicht gibt es da einen Erfolg? Warte mal. Nee, ist okay. Ist in Ordnung. Dann halt nicht. Da ist mein Eimermüll. Weg damit. Und Spucknapf, jawohl. Die sind richtig ekelhaft, die Teile. Abfall, Abfall. Nicht Abfall. Die sollen wir dann wahrscheinlich wieder aufstellen. Uns wird ja der Müll markiert hier. Dann ist es ja schon mal gut. So, man kann auch öfters drücken. Also liegt aber noch richtig viel rum hier. Also ich muss jetzt nicht einzeln. Better find a place to dispose of this right away. Okay. Greifen. Greifen Sie zu. Ich denke mal, dass das draußen irgendwo ist. Da wird irgendwas angezeigt. Öffne die Tür. Locked. If I can't find the key, I'll have to force it open. Nee, aufbrechen will ich die doch nicht.
Schaut doch noch eigentlich alles gut aus hier. There must be a dump around here somewhere. Ja, Müll, das ganze Dorf ist eine Müllhalde, hallo? Aber gefällt mir. Gefällt mir wirklich gut, die Grafik. Mülldeponie. Das Vorhandensein von Müll im Saloon schreckt die Kunden ab und wirkt sich auf dein Trinkgeld, die Anzahl der Gäste und ihre Reaktionen aus. Du kannst einzelne Müllteile oder ganze Säcke sammeln und sie zur Mülldeponie bringen, um sie zu entsorgen. Müll ist eine wichtige Währung in Blueberry. Du wirst später mehr darüber erfahren. Okay. Hier rein anscheinend, oder? Okay. Schwaps. Done. Does anyone even visit this town? Ja, das ist die nächste Frage. Weil es schaut heruntergekommen aus wie sonst was. Aber gut, wir fangen ja gerade erst an, ne? Wir werden das natürlich alles modernisieren und streichen und ich weiß gar nicht, ob man sich dann hier auch um das Dorf selber kümmern kann. Grafisch finde ich es jedenfalls schön. Das finde ich, ich finde es sehr ansprechend. So, lesen Sie die Notiz, die auf der Mülldeponie hinterlassen wurde. Danke, dass ich das jetzt erst sehe. Und Ausdauer habe ich anscheinend unendlich. Das ist gut. So, gucken wir mal. Hallo Blaubeerleute. Ich gehe für eine Weile weg. Ich habe das Gefühl, dass meine Suche nach Dulcinea dieses Mal etwas länger dauern könnte. Erwartet mich nicht so bald zurück, eher Anfang April, mit meinem üblichen Vorrat an außergewöhnlichen Funden. In der Zwischenzeit könnt ihr den Müll so hoch stapeln, wie ihr wollt. Ich kümmere mich darum, wenn ich zurückkomme. Bis dahin hoffe ich, dass in eurer kleinen Stadt alles in Ordnung ist. Wir sehen uns im April, Charlie. Alles klar, Charlie? The 1st of April is tomorrow. Might be worth a look. Assuming, of course, that Charlie has left this note this year. Das stimmt allerdings. Der Besen. Wählen Sie den Besen aus dem Radialmenü, Hold Tab. Wenn du den Besen in der Hand hast, kannst du einfach den Boden vom Staub und Spinnweben reinigen. Spinnweben, Staub auf dem Boden und andere Anzeichen von Unordnung beeinträchtigen die Sauberkeit ihrer Räumlichkeiten und schrecken Kunden ab. Gelegentlich kann es vorkommen, dass du kleine Wertsachen entdeckst, die von Saloongästen unter einer Staubschicht verlegt wurden. Alles klar? Nimm den Besen. Ich habe wieder keinen Besen. Warte mal, ich wollte mal gucken, ob ich da hinten jetzt halt aufmachen kann. Achso, da steht lauter Zeug hier. Ach nee, da. Greifen zu, Abfall in den Mülleimer werfen. Das ist cool. Ich kann einfach sofort, da brauche ich gar nicht aufs Radialmenü gehen. Das ist gut. Mach auf. Lass mich rein. Ich will zum Weinen. So, oben drüber haben wir anscheinend auch was. Da kommt dann die Pension rein und unsere fröhlichen Frauen, die für Heiterkeit sorgen hier bei den Gästen. So, wo ist denn jetzt mein Besen? Oh, ist schön. Das gefällt mir. Wer ist das? Oma? Ach so, man kann es wegmachen und dann wieder hin. Das ist gespenstisch, ganz ehrlich. Es hängt weg von der Wand. Ja, ist okay. Was haben wir denn da? Apfelwein. Mmh. Yummy, yummy. Oh, Geld. Haben wir schon wieder... Jetzt haben wir schon 4 Dollar und 5 Dollar. Wir sind reich. Lesen. Whisky pur. Einfach, gut und direkt. Rezept. Verwenden Sie Barglas. Pur 3 Oz von Whisky. Hey, ich habe ein Rezept gelernt. Whisky auf dem Felsen. Whisky on the rocks, ja. Ich liebe solche Übersetzungen, ja. Bei billigerem Whisky wird Eis zur exklusivsten aller Zutaten. Verwenden Sie Barglas, Whisky, setzen Sie Eiswürfel. Jawohl, die werden wir setzen. Ein Schuss Whisky, da muss ich dann mit der Pistole ran. Verwenden Sie Schnapsglas und 2 Oz von Whisky. Okay, das ist einfach 1 Oz weniger. Und das war's. Was braucht man mehr? Wir sind im Wilden Westen hier. Was ist denn das? Oh. Wichtigste Quest. Sekundäre Quests. Erledigt. Und gescheitert. So, wir sind jetzt hier bei Nimm den Besen. Da liegt nochmal Geld rum. Wow. Das war aber jetzt viel. Das,
Icebox. Ach, das Ding produziert Eis? Man sieht den Balken da laufen, ne? Ja, cool. Da noch was. Reward. 10.000. Wanted, dead or alive. The Notorious Outlaw. Nearest US Marshal Office. Ich will hier raus. Greifen Sie zu. Wild West. Young Wild West Silverstream. Or the White Girl Captive of the Sioux. Okay, ich suche immer noch den Besen. Weil ich habe... Nee, ich habe keinen Besen hier. Kann ich dahinter... Ach, das ist dann zum Freischalten, okay. Ja, aber das ist ja auch nice gemacht, ne? Hier mit diesen Sackleinen. Cool. Gefällt mir. Kann ich das ja so wegmachen? Nein. Ich brauche immer noch den Besen. Kann ich hüpfen? Ja, hüpfen kann ich. Kann ich über den Tresen springen? Jawohl. Kann ich hier raus? Oh, das ist ein Lager oder was? Oh, das ist ja toll. Das sind Abkürzungen. Ja, klar. So, ich habe trotzdem noch nicht den Besen. Hallo, Besen. Kann man dann nicht hoch. Zwiebellagerung. Was haben wir denn hier? Kürbis. 0 von 10. Bohnen. Da ist nichts. Hartlack. Hart-Tack-Lagerung. Okay, keine Ahnung. So, hier können wir dann kochen. Und hier können wir Zimt lagern. Hier kann man Zucker lagern. Also wir haben hier alles als Lagermöglichkeiten. Zitronensaft, Gewürzmischung, Cayennepfeffer, Muskatnuss. Ja, da kommt was auf uns zu, oder? Der Wasserhahn funktioniert nicht. Reed. Biskuit und Soße. Rezepte. Das Einzige, was verdächtiger ist als das, was in diesem Gericht ist, ist, wie es schmeckt. Friedfertigkeit, Spezialeffekt ist das. Biskuit und Soße. Was haben wir noch? Gebratene Innereien. Spezialeffekt Großzügigkeit. Was steht denn da noch dabei? Der Kunde zahlt Ihnen mehr Trinkgeld für Ihre Dienste. Macht den Kunden weniger aggressiv. Was gibt's noch? Innereienbrühe mit Hartack. Mehr Trinkgeld, Innereien mit Hartack. Okay. Cool. Und das kann ich dann auch anpinnen irgendwo? Oder muss ich das auswendig lernen? Oh, keine Ahnung. Ich hoffe, ich kann Köche einstellen oder Köchinnen. Interessant, wirklich interessant. Erst einmal so die Umgebung abchecken, ne? Das ist ja alleine schon. So, nimm den Besen. Wo ist der Besen? Was haben wir hier? Der Doktor. Ja, der wird ja wahrscheinlich dann auch irgendwann Abfall in den Mülleimer werfen. Das gibt's doch nicht. Wo ist denn der Besen bitte? Der wird mir auch hier nirgends angezeigt, ne? Vielleicht ist der noch drüben bei der Müllkippe, dass ich den da bekomme? Naja, aber das war trotzdem interessant jetzt halt hier. Abholen. Rückkehr in den Salon. Ja, das wird sich als nützlich erweisen. Aber ob ich die Tür damit da hinten aufbrechen kann, ich weiß nicht. Gibt es hier eigentlich einen Tag-Nacht-Zyklus? Das wäre auch noch interessant, weil tagsüber wird ja wahrscheinlich nicht so viel los sein. Ne? Let's see if there's any floor under this dirt. Ach, schön. Das macht jetzt halt richtig Spaß hier mit diesem alten Besen. Das ist schön animiert. Ja, cool.
cool. Ich bin ja mal auf eure Kommentare gespannt. Anordnen der Möbel im Salon. Einrichtungsgegenstände wie Stühle und Tische kannst du aufheben. Du kannst sie überall platzieren, wo du willst. Sorge für Ordnung, indem du Stühle neben die Tische stellst, damit deine Gäste einen Platz haben, um ihre Mahlzeit zu genießen. Alles klar? For now, this is as good as it gets. It's time to set up the chairs and tables. Ja. So, also ich kann auch den Tisch nehmen. Auch wegwerfen. Auf die Oberfläche legen. Nee, ich will den nicht werfen. Ich will den hinstellen. Abholen. An Tabelle anhängen. Jawohl, dann hängen wir den mal an die Tabelle an. Schön. Also das heißt, ich muss schauen, dass ich den Tisch sauber hinstelle und dann... So. Jawohl. Kann ich da einfach... Nee, da muss ich tatsächlich dann meinen Besen auswählen. Der Hexenbesen ist das. So. Das Schöne ist aber, dass ich dann nicht extra wechseln muss. Ah, ich kann das auch... Okay. Kommt drauf an quasi, wo ich den hin platziere. Aber sobald ich den ersten platziert habe, sind die anderen fix. Also wenn das in dem Niveau weitergeht, dann gefällt mir das Spiel jetzt schon. So, abholen. Einmal hingesetzt. Dann machen wir auch so an die Stelle. Es halt ein bisschen, ne? Aber ansonsten, Garderobe kann ich nichts machen. Ui, Gäste des Blueberry Saloon. Blueberry ist nicht so verlassen, wie es scheint. Führen Sie Gespräche mit Gästen und Einwohnern, indem Sie linke Mauspaste drücken. Button drücken. Dies ist eine Gelegenheit, die Einwohner von Blueberry und vorbeikommende Reisende kennenzulernen. Wenn du hinter dem Tresen stehst, kannst du mit den Kunden interagieren, um die Bestellungen vorzubereiten. Wenn du auf weitere wichtige Charaktere triffst, werden Informationen über sie in deinem Tagebuch eingetragen. Drücke J. Ah ja. Freunde und Feinde. Der Fremde sieht bedrohlich aus. Tu besser, was er sagt. Sprechen Sie mit dem Fremden. Wie? Well, you've done a fine job setting up Butterfingers. Butterfingers? Warum nennst du mich Butterfinger? I must say, the rat droppings on the threshold caught my eye. Did you come up with this decor yourself? It's my business what happens to this place. We both know that ain't true. Have you forgotten the agreement you made with Mr. Locke? Do you know this man? I know he'll be mighty disappointed if we don't handle a sensitive matter right now. Who are you anyway? I'll tell you only what you gotta know, Butterfingers. They call me W, and as long as you run the saloon, we're tied together like tumbleweeds in a dust storm, whether you like it or not. Uh-huh. The name's Cheyenne, and I don't think I need to listen to you. I know your name. And Mr. Locke knows what's going on here. Quit wasting our time and follow me. Okay. But how to... Nach oben. Folgen Sie W bis zu der angegebenen Stelle. Ja, braves Hündchen. Immer schön folgen. Oh wow, das sind halt echt Gästezimmer, ne? Got the keys to the whole dang saloon, do you? Get in. Steigen Sie ein. Na ja, gut, dann steigen wir halt mal ein. Ui. Jesus. That's a fresh corpse? A fresh corpse? Fresh? They've been lying here for a few hours. Come on, there's nothing to see. Help me clean it up. No fucking way, W. This is murder. If we get rid of the body, it'll be merely a mysterious disappearance. Besides... The town doesn't have a sheriff yet. Na toll. What is this man even doing here? He is lying dead. Stop asking stupid questions and get to work. I saw a rag here somewhere. You know what to do. Dir den Lappen ins Gesicht hauen? Wahrscheinlich das Blut hier wegmachen. Verwenden Sie? Oh, verwenden Sie alle mit Holz?
Kann man da alle anmachen gleichzeitig? Ja, cool. Das ist ja wie Zauberei. Hocker, Seil, Stiefel, ein Bett. Da haben wir einen Lappen. Das schwierige Leben eines Barkeepers. Dachtest du, du könntest friedlich Trinks an reiche Ölmänner servieren? Nicht so schnell. Der Lappen, den du erworben hast, wird sich als nützlich erweisen, um Blutflecken wegzuwischen. Sei es nach einer Kneipenschlägerei oder den von W geführten Verhören in seinem Privatquartier. Du kannst es auch benutzen, um Getränkeflecken von der Theke zu wischen. What did I get myself into? Ja, das frage ich mich jetzt auch gerade. Steuerung soll ich drücken? Ach so, ja. No, alles gut. After you clean up the blood, take the body to Casey. She's the local mortician. Die örtliche Bestatterin. I wouldn't call her that. At least not to her face. She just does what she can to stay alive. Like we all do. Ah ja, okay. Also, einmal Steuerung drücken. Dann kann man hier ein bisschen Wischi-Wischi machen. Unterstützung durch die Bestatterin. We take orders for any size, better sooner rather than later. Nachdem du eine Leiche aufgesammelt hast, kannst du sie zum Bestatter bringen und sie in einem Sarg legen. Casey entschädigt dich mit einer fairen Bezahlung für jede Leiche und bietet dir gleichzeitig eine Lösung an, um lästige Beweise zu entsorgen. Alles klar. Das erinnert mich jetzt gerade an Monty Python. Gebt mir eure Toten, bringt mir eure Gebrauchten. Führst du mich dahin? Das ist aber... I'll be waiting for you at the bar. Ja, das ist doch mal schön, dass du wartest. Komme ich hier irgendwo runter, wenn du mich hier schon rauslässt? Da vorne ist die Treppe. So. Ich kann den auch einfach hinwerfen, okay. Da, 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 da. Da vorne steht sie und wartet. Hallöchen. Ich hab hier was. What a surprise. You're one of them after all. Ich bin einer von ihnen. Leg die Leiche in den Sarg. Jawohl, innen platzieren. Er wehrt sich. Sprechen Sie mit ihm. Er hat sich gewehrt, Arme auseinander und ich will da nicht rein. One of whom? What are you talking about? I'm just here to run the saloon. And you ended up carting around dead bodies. Do you know who he was? Nein, weiß ich nicht. No idea. He poured drinks before you. Wait, you're kidding me. Das ist right? Der Barbesitzer vor mir? I'm terribly sorry for your loss. Welcome to Blueberry, I'm Casey O'Hara. How shall I inscribe your grave? They call me Cheyenne. Can you tell me how not to end up like this? Do what W tells you. Don't ask questions. And don't look for answers. Alles klar. Can I buy a pre-need plan or? Just stick a $5 bill in your boot and don't worry about it. I'll make sure you get a proper send-off. Okay. That's surprisingly comforting. At your service. Alles klar. $5 in Stiefel und dann wird für mich gesorgt. Ha, und schon ist er geschreddert. Wahnsinn, die Würmer sind schnell hier, ne? So, was haben wir hier noch? Nix weiter. Hämmerle und so weiter. Rückkehr zu W, der im Saloon wartet. So. Hallo W. Done. Let's wait for the final act with applause. I'll fill you in on your second job when the time comes. Second job? Relax, Cheyenne. You'll hear a whistle and see me at the window on the balcony. That's the signal for you to head to the barn. Understood? And you will scratch me behind my ear after a good done job? I'm not a dog, but I guess I don't have much of a choice, do I? You don't. Heh, you're a smart ass, you know. There's a chance you'll live a little longer. Longer than the previous owner? Huh? Hmm.
So Casey spilled the beans, huh? He made some bad choices, but I thought, no, enough of that. Get to work. Show me what you can do. Give me a good old stone fence, now. Are you talking about a drink, or do you need a stable? Drink. So, how'll it be, partner? Besondere Getränke und Bewohner. Wenn Sie hinter dem Tresen stehen, können Sie mit der Vorbereitung der Bestellungen beginnen. Einige Personen haben Ihre Lieblingsgetränke. Gib ihnen einen von ihnen und beobachte das Ergebnis. Du kannst Ihre Wertschätzung gewinnen und sogar ein besonderes Geschenk erhalten. Es ist auch möglich, jemanden abzulenken und Ärger zu vermeiden, indem man ihm sein Lieblingsgetränk anbietet. Du kannst diese Informationen im Tagebuch nachlesen. Kurz Tab drücken und Tagebuch wählen, dann Charakterregister wählen. Okay, Getränk herstellen. Ah, okay, mal Kurztab, das ist dann dieses Menü hier. Und Langtab haben wir dann das da. Hände. Okay, Stufe 0, Stufe 1, Stufe 2. Die ist, also soundmäßig gefällt mir das auch gut. Ja, krass so. Also hier gibt es richtig viel anscheinend. Oh. Habe ich das jetzt alles, oder wie? Ah, und das sortiert dann nach Spirituosenglas und so weiter. Wir sind jetzt auf Stufe 0. Stufe 1, wenn ich Stufe 0 ausmache, dann sehe ich natürlich nichts mehr, ne? Okay. Also Stufe... Ist egal. Stufe können wir auslassen. Zusatzstoffe. Lebensmittel. Ach so. Okay. Na gut, da muss man erst einmal so richtig dahinter kommen. Eiskübel. Ist Ihnen das Eis ausgegangen? Kein Problem. In der Bar ist ein alter Eiskasten eingebaut. Schnappt ihr einfach den Eiskübel, dann geht rüber zum Eiskasten und der Eimer wird wieder aufgefüllt. Seien Sie vorsichtig. Eis ist hier kein alltägliches Gut. Es wächst mit der Zeit im Eisfach nach, aber nicht allzu schnell. Das habe ich schon gemerkt. Also der hat hier einen Lauf. So. Eiskübel. Lagerung, wir haben 10 Stück drin. Eis nachfüllen, wunderbar. Das kommt dann da wieder her anscheinend. Oder kann ich den noch irgendwo anders hinstellen? Nee, dann fällt er runter. Und das Eis ist weg. Nein. Oh, okay, da muss man echt aufpassen. Also das muss hier hin, alles klar. So, was will er denn? Mach einen Drink für W. Getränk herstellen. Okay, was hat er? Dies ist Ihr Barkeeper Assistieren Panel. Von hier aus kannst du deinen Gästen jede Art von Getränk servieren, die sie sich vorstellen können. Jetzt ist aber Zeit zu sehen, wie es funktioniert. Okay. Prüfen Sie, welches Getränk der Kunde bestellt hat. Die Informationen werden am oberen Rand des Bildschirms und in der unteren linken Ecke in Form einer Liste angezeigt, die Sie durch die richtigen Schritte führen. Wenn später im Spiel etwas schief geht, kannst du den ganzen Prozess neu starten. Okay, das geht dann da oben. Dann denke nur dran, dass verbrauchte Zutaten verschwendet werden. Oh, okay. Alles klar. Ich würde sagen, Moment, Ausfahrt geht gar nicht. Ich wollte nämlich jetzt ja dann sagen, wir machen dann im nächsten Part weiter und das machen wir auch. Ist auf jeden Fall jetzt schon mal sehr interessant, muss ich sagen. Und das mit dem Whisky-Mixen und so weiter, finde ich auch sehr interessant. Ich bin mal gespannt, was noch alles kommt und wie viel im Prolog überhaupt möglich ist. Sollte ich jetzt den zweiten Part beginnen und ich tatsächlich nach 10 Minuten fertig sein, dann schneide ich das hier noch mit dazu. Und ansonsten würde ich mich freuen über Kommentare von euch. Lasst ein Like da, nicht vergessen, Abo da zu lassen, dass ihr keinen Part mehr verpasst. Und ich wünsche euch ansonsten noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao.